Guten Tag, ihr Leid. Unangenehm gesagt, dass es weitergeht mit Ad infinitum. Die scheinen sich aber ruhig zu verhalten. Dann machen wir hier gleich die Knipex. Ja, was sind wir dann? Einmal hier. Was haben Rolf. Sie dir nur angetan? Freue ich mich aber auch. Du musst wieder ein paar Mut machen, dass der du knibbeckst. Komm, Jemo muss aber lange jetzt. Jemo. 5 Mo. Was ist los? 6 Mo. Jetzt hat. Oh mein Gott. Der Kuckuck. Nein, es kann nicht sein. Du hast ihn zurückgelassen. Das kann er nicht sein. Was, wenn er es ist? Ahnung, wo mir doch hingehen. Ah, Moment, bevor da wieder Täubchen sitzt, welche? Okay, der Knipex mache hier. Zack. Okay. Aber irgendwann müssen wir doch mal ankommen hier so. Ah, aua, aua, aua. Ist so gut, ist so gut, ist so gut. Mann, ey, wir müssen jetzt so was Schrecken machen. Okay. Na, hupst du? Speichert. Okay. Wo leuchtet eigentlich? Moment. Die ganze Flak, um mir du gemacht an die Leuchte. Irgendwo. Leuchten die alle in dieselbe Richtung? Auf ein Punkt? Wir werden sie. Okay. Kollege, du tust mir jetzt aber nicht irgendwie dumm arm machen, oder? Ich denk dran, ich bin ein Guter. Oh, das ist die geile Nähmaschine. Wieso Nähmaschinen? Das hat jetzt Nähmaschinen mit. Oh Junge, denk dran, ich befreie dich, ne? Komm ich mal jetzt nicht irgendwie dumm oder so. Mein Sohn ist tot. Er ist tot. Hilf mir. Wie gesagt, ich bin ein Guter. Ach, das ist die Stoffpuppe. Warum hast du nicht auf ihn gehört? Bruder. Also Johannes, er war so gut wie tot. Als du ihn im Draht gesehen hast, bist du gerannt. Er kann nicht zurückgekommen sein. Oder? Er ist gefallen, aber nicht gestürzt. Hat er dich gesehen? Passiert hier was? Okay, da vorne geht's nicht weiter, oder? Hat er mich gesehen?
Bruder? Ist doch, ne? Das ist schon ziemlich tief, ne? Nicht schlecht. Ne, du bist hochgekommen, du bist die Leder. Okay, dann muss ich wohl daneben. Huff. Huff hat er Macht. Dann muss ich wohl da runter. Hätte ich ja die Leder nicht mehr kennen, oder? Ja, Dippe. Okay. Wo geht's weiter? Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Ich will vielleicht. Nee. Das waren die Flachs, die zeige ich alle doch nie, weil ich gehe mal die Leiter da hoch. Ich bin doch vorhin doch nicht irgendwo runtergekommen. Ich glaube, die war noch nicht, oder? Doch. Okay. Das war noch nicht. Das war definitiv noch nicht. Okay, alles klar. Wieso blutig? Ja, und du? Ah, ich könnte mal Lampe anmachen, ne? Ah, wieder weg, ne? Ja, ich bin voll der Schlaukopf, ich weiß. Sei achtsam. Fliegende Taube können dich in den Abgrund stoßen. Vielleicht sollst du etwas finden um ihre Flugbahn. Habe ich vergessen, was da stand. Moment, da ist was. Ich weiß nicht was. Licht oder was? Das ist Lichtschalter. Ja, Moment, erstmal umgucken, ne? Da sitzt da der Knispel, habe ich gar nichts gesehen. Okay. Die Frage ist halt. Okay. Was ist das? Boah, echt jetzt? Bin ich ihr? Okay, die sind doch hier geflogen, aber da geht's nicht weiter. Okay, es war mir eigentlich schon fast klar. Aber. Boah, wow, hopp, wir sind doch dumm, fliehen, nee. Okay, das ist leider. Da ist eine Leiter. Okay. Wieder Mol, nee, das ist kein Molzeit. Doch, doch, so farbtypisch, also. Was ist das? Moment, also wo muss ich denn da was zerbrechen? Ein Ding? Nee. Ich geh mal lieber. Hin. In die Taube doch immer noch dran oder was? Boah, hier sind doch. Ah! Die sind doch dumm. Sorry, aber. Ja, die sind halt dumme Taube. Warum fliehen sie nicht? Die kennen Fliehe. Verdammt noch immer. Wieso fliegen die nicht vorbei? Okay. Hier ist einfach nur Respawn-Punkt. Okay. Ein Zoll. Halt, das Bild. Was ist das? Unter all dem Schmerz sind wir Kameraden. Brüder. Immer. Das ist unsere Familie. Links Vater, rechts Mutter, hinter mir zwei und ganz hinter der Baum. Das ist der Familiebaum. Quasi. Und höchstwahrscheinlich mit Johannes gezeichnet. Als er schon eine Taube war? Das Taubemonstrum? Also als er halt zurückgekommen ist, weil dann hat er ja nur noch mit Schwarz zeichnen gedürft. Weil die Mutter ja gesagt hat, du kriegst keine Farbe. Ich glaube, wir müssen aber doch hin, ne? Ja klar, da kommen wir mal her. Nicht auf die Stange. Ah.
Upp, nee. Das ist jetzt nicht Sinn. Leid. Du bist aus Dunkelheit und Nacht geboren. Fleisch geworden. Geschändet und besiegt. Wir. Unsterblich. Und in ewigem Schmerz verloren. Jetzt wird's. Was ist das hier? Soll ich mal hingehen? Nein. Käfisch voller Eier. Nee, jetzt wird's. Jetzt geht das Holz weg. Wird jetzt mehr metallisch irgendwie. Okay, muss ich wohl dort runter durch. Das hier? Ja, Käfig, aber. Immer nur alle Furzler. Ja, warte mal. Ich kann ja irgendwie drüber fliegen, ne? Okay. Ah. So war was. So war was. Ah. Knibbex. Und noch ein Knibbex. Jetzt machen wir das kacke Ding da hoch. Ja. Boah, nee, oder? Boah, jetzt fliegen die schon wieder an das Ding dort dran. Das will ich schon, aber eigentlich nicht. Boah, hopp. Okay. Uah, Telefon. Wo? Das ist doch kein Telefon. Ach du. Die Missgeburt ist mein Bruder. Denn mein Vaterland misshandelt hat und entstellt. Zeichnung aus Kindertagen. Johannes sagt, Käfige sind schlecht. Vögel lieben es, frei zu sein. Danke, Spiel. Ich hab's verstanden. Okay, Spiel sagt, Telefonhörer Mansard dreht dem Vogel der Hals um, im Bruder, Bruder umbringe. Zeichnung sagt, Vögel wolle frei sind, nicht in Käfige leben, also nichts mit Hals umdrehe oder so. Ich glaube, zumindest interpretiere ich das jetzt so. So, bevor ich jetzt das Ding da runterlasse. Guck ich mich aber noch ein bisschen. Warte. Na, das ist die andere Seite vom Käfig oder was? Okay. Das ist okay. Fluchzeichelte. Was ist das? Rohrberg mit Schmierter. Keine Ahnung. Ah, sorry. Ah, hopp. Das
machen es einfach nicht Sinn. Ihr Taub, fliehen doch einfach dran vorbei. Geht jetzt leider hoch? Oh, wo geht denn das hin? Hab ich das nicht schon kaputt gemacht dabei? Geht einfach ins Nirgendwo, oder was? Geht einfach ins Nirgendwo. Wow. Nein. Ich geh jetzt da die Leiter nur noch. Oder hoch. Hoch wahrscheinlich. Hoch. Das ist so ziemlich lange leider. Ich pause schon mal. Okay. Zur Hölle. Wo zur Hölle bin ich hier? Es sieht mir sehr nach Kampfarena aus. Oh, in diesem Bereich wird dein Handeln Konsequenzen haben. Da ist ganz viel beweglicher Stacheldraht. Ich glaube, der bewegliche Stacheldraht sagt mir, ich soll da. No. Danke. Der kann doch nicht so. Wie basten der denn eine Käfig hin? Aha. Alter. Was haben die mit ihr gemacht, ey? Hey. Junge, ich bin dein Bruder. Ich bin dein Bruder. Hör auf mit sowas, das mag ich gar nicht. Was hat er? Warte mal. Was hat er mal jetzt geklaut? Ja. Diese Knipex. Daneben. Wir gehen in den Käfig, nix in den Käfig. So. Oh, okay. Ich weiß nicht, was muss ich machen? War ich Blut? Ich will gar nichts zum Bruder machen. Will. Was war denn das jetzt? Wo war ich schon? Okay. Mach doch den Knipex, Junge. Bist du so dumm oder was? Mach den Knipex. Jetzt hau das Ding runter. Okay. Oh, was? Ah, geh weg. Ich bin tot. Bin ich tot? Wo ist der? Oh, ich bleib einfach nicht stehen. Fuck. Was? Ah! Fuck. Au! Was war denn das? Muss der an die Poste drauf fliehen? Okay, wo ist er? Ich bin gleich tot, hey. Ich hab noch nichts gemacht, bin schon tot. Ah! Das war nichts.
ist er? Was ist mit der Kacklampe da oben los? Da ist er. Ich tue schon vorher drücken. Ich weiß, wo das er kommt. Bom. Okay. Heilet den Schmerz. Was? Au, ah! Was? Nicht tot? Hey Brüdersche! Mein großer Bruder. Okay. Ich glaube, der fährt gerade Jesus besuchen. Ah, okay, ich bin in dem Gang. Oh, davon ist wieder ein Glasschirp, gell? Okay, alles klar. Glasschirp aufgesammelt. Ein Spiegel der Scherbe. Kurz war es hier, als heißt es ein Spiegelbild der Scherbe. Ja, das ist so der. Kapitel 4. Kapitel 4? Erwacht. Ich dachte, es gibt nur 3. Jetzt kann ich mich endlich im Spiegel angucken. Betrachte deine Reflexion. Okay. Kann mich nicht. Ah, doch, jetzt. Okay. Ja, da war gerade Achievement aufgeploppt. Betrachte deine Reflexion. Ja, das hätte ich sowieso gemacht. Ich gucke aber erstmal zu. Nochmal das Gewehr. Ja, gucke, oder? Na komm her. Oh, das Gewehr ist weg. Das Spielzeuggewehr, wo da war. Der Dolch ist auch weg. Hab ich wieder im Bett gelegen mit dem Dolch? Eine Taschenlampe habe ich schon gar nicht. Warte mal, ich guck mal, was ich alles dabei habe. Nix, keine Werkzeuge, nichts im Rucksack, keine Dokumente. Und da fehlen mir aber noch einige. Erkennungsmarke. Ich guck mich natürlich jetzt erstmal um, bevor ich in den Spiegel da guck. Zeichen Kriegsanleihe. Bis auf das Kriegsanleihe-Ding ist alles weg. Da waren. Moment, die Soldaten, alles weg. Das eklige Bild. Da war ja. Welche da hat da so Flugzeug war da und was weiß ich was alles. Und da glaube ich noch ein Soldat. So, Ive war ein Soldat. So, jetzt gucke ich aber in die Spiegel hin. Das bin aber nicht ich. Ist das eine Spiegelung? Was spiegelt denn das? Ich habe da nur eine Lichtquelle im Raum. Okay, es sind zwei. Jetzt kennt das eine das. Ja, das sieht aber jetzt nicht so gut aus. Was sind das da hin? Drei Türen. Brownie vor mir. Eine mit Glas. Das ist, ich geh mal daneben. Wenn das jetzt wieder eine Kreuzung ist. Was ist das? Ist das das Himmelstor? Der Brunnen im Gewächshaus. Da durfte man doch aber nicht hin, hat die Mama gesagt. Oh, was gibt's da? Medaillon. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte keinen Unheil, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Haule. Ich wollte sterben für das, was ich deinem Bruder angetan habe. Die heilige Jungfrau Maria hat auch dich zurückgeschickt. Für euch will ich weiterleben.
Wie, die hat auch mich zurückgeschickt. Wie, die hat Paul A. zurückgeschickt. Stimmt, Paul war nie tot, oder? Doch. Muss ich auch wandern in die finstere Schlucht, das ist aus irgendeinem Gebet. Leider. Okay. Also die Mutter bittet jetzt um Verzeihung, dass er mein Bruder getötet hat. Oder wie geht's nämlich zurück? Okay. Geht's erstmal da lieber. Das ist das Zimmer vom Opa. Also, da vom Vater dann halt. Stock vom Vater, der nämlich gescheit gehen konnte. Ihr sollt sterben für das Vaterland? Wie blind und feige ich war. Paul, du lebst und dein Bruder auch. Bitte verzeiht mir. Ich war euch kein guter Vater. Und Madeleine kein guter Mann. Wie können wir jetzt weitermachen? Mein Sohn. Okay. Der Vater hat es also auch eingesehen. Ich bin aus dem Krieg zurückgekommen, der Paul. Und der Vater hat es eingesehen, dass es sau dumm ist, fürs Vaterland zu sterben, du Scheiße. Seine Kinder in den Krieg zu schicken und auch noch stolz drauf zu sein, oder was? Mutter hat aber den Bruder umgebrungen. Ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich verstehe kann oder verständlich ist oder so irgendwie. Aber die Mutter hat okay vom Vater Quecksilber gespritzt geredet und alles. Die war eh nimi, ne? Und dann kommt so ein Wesen zurück und kriegt gesagt, das, ja, das ist dein Sohn. Das Ding mit der Fettre oder so. Das ist dein Sohn. Dass die dann, ne? Aber halt. Das ist ein Johannes. Es ist nicht deine Schuld. Kommt drauf an. Also, nee, ja, aber der Paul war halt indoktriniert quasi vom Opa. Hier, Vaterland und Krieg und sowas. Ich hoffe, dass er jetzt hat geschnallt hat. Du erinnerst dich, es braucht fast keine Worte. Ihr wart wieder Brüder. Jetzt aus dem Spiegel wieder raus? Nein.
Ist das ganz der Anfang? Leutnant von Schmidt. Jetzt machen Sie Ihrem Namen alle Ehre. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung zählen auf Sie. Order, Morgengrauen. Geben Sie es an den Frontgraben weiter. Sie wissen, was zu tun ist. Tun Sie es. Befehlen Sie den Sturm. Es war mein Telefon, es hat schon wieder gekabelt gehabt. Nein. Okay. Was tue ich jetzt, hat Morse? Kann nichts anderes machen, außer. Was war das jetzt? Was habe ich gemorst? Und wieso ist so ein Ding, dass ich dort durchgehen kann? Oh Mann. Elben Weg am Arsch. Bin schon wieder auf dem Schlachtfeld. Ist das jetzt der Sturm, den ich befohlen habe? Es ist mir egal, Paul. Schieß dir in den Fuß irgendwas, sonst mache ich das. Sie verheizen uns. Versteh doch. Du musst hier weg. Das ist das, was der Bruder einen Brief geschrieben hat, wo wir gelesen haben. Dass er nicht ohne sein Bruder. Das ist der Heldenweg, ja. Dass er nicht ohne den Bruder gehen will. Nein! Nein, ich will dir keins auswischen, weil du mich verpfiffen hast. Du wusstest es nicht besser. Rattennest ist. Sogar Papa wollte, dass ich komme und dich hole. Papa hat mit mir geredet. Verstehst du, was das heißt? Er hat es von ganz oben gehört. Ich gehe aufs Schlachtfeld. Bedeutet nichts. Und dein Tod wird auch nichts bedeuten. Glaubst du wirklich, du bist jetzt etwas Besseres, weil sie dir diese Schulterklappen angesteckt haben? Ihnen gehen die Offiziere aus. Und jetzt verheizen sie uns alle. Nein, die Heeresleitung hat uns verraten. Mir geht es nicht nur um dich oder mich. Du trägst Verantwortung für deine Kompanie, Paul. Du allein. Verstehst du, was das heißt? Verstehst du das wirklich?
Denk drüber nach, was ich gesagt habe. Zum ersten Mal in deinem Leben triff deine eigene verdammte Entscheidung. Bitte. Zeichen und Tagebuch. Und Rückgrat. Ein alter Krüppel und Feigling, der seine Kinder kämpfen lässt. Ein Perverser, der nicht kämpfen konnte und nicht mehr als den Gnadentod verdient. Ihr ewiges Leiden, ihre Schmerzen, ihre Feigheit, das ist dein Blut. Aber du, du bist schlimmer als sie. Ein schöner Leutnant bist du. Deine ganze Kompanie. Hättest du nicht wenigstens den Anstand haben können, zu verrecken wie die anderen! Hättest du nicht wenigstens den Anstand haben können, zu verrecken? Wahlbenachrichtigung. Für die Wahlen zur verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 sowie die verfassungsgebende Preußische Landesversammlung am 26. Januar von vormittags 9 bis abends 8 Uhr für die unten bezeichneten Wähler. Herr Karl von Schmidt, Frau Madeleine von Schmidt, Herr Johannes von Schmidt. Nicht wahlberechtigt sind Personen Ihres Haushaltes, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Paul von Schmidt. Als Legitimation gilt diese Karte, Steuerquittung, Militärpapier und so weiter. Paul von Schmidt. Tagebuch deines Bruders. Das Feldtagebuch deines Bruders Johannes. Wie oft du es in Kriegsgefangenschaft schon gelesen hast. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Hier sind keine Überlebenden.
Ich bin mir sicher, ich habe etwas gehört. Hier sind keine! Sei mal still! Hier, da ist einer! Hände hoch! Wirf den wieder ins Wasser, der ist doch noch zu klein! Und der versteht bestimmt auch kein Wort Französisch. Halt den Mund! Und du, Hände hoch, habe ich gesagt! Deine Entlassungspapiere. Dokumentieren wir die Entlassung des deutschen Kriegsgefangenen Leutnant von Paul von Schmidt, 19 Jahre Berlin, aus dem Internierungslager Le Vernet in Frankreich. Februar 1919. Moment, ich muss das jetzt halt gucken. Jo, es ist schön, dass die schreibe im Brief, hier, du darfst nicht wählen, weil du bist noch nicht 20. Ich war bis Februar wohl noch im Kriegsgefangenenlager. Da habe ich doch gerade eine kleine Schwelle gefunden. Okay. Drauf. Nur noch mit verätztem Gesicht. Okay. Ich behaupte mal, wir haben das gute Ende gedreht. Bruder lebt also. Nicht mehr Mütter sein, Mütter sein.
zerstören. Niemand darf mehr dienen seinem Stern. Seinem Stern. Ja, das war wahrscheinlich definitiv das gute Ende. Johannes hat gelebt, ich habe gelebt. Vater hat ihn gesehen, wie dumm das ist. Mutter lebt noch. Ich verstehe noch nicht ganz, was das jetzt dem ganze übernatürliche Zombie-Ding und der Kampf gegen das Taubevieh zum Beispiel jetzt am Schluss, das war ja eigentlich der Johannes. Ja. Also ist das, was zurückgekommen ist, halt, wie ich mir das vor, also wie ich das halt schon gedacht habe, ja, verstümmelt. Ich meine, dem hat der linke Arm oder zumindest die Hand hat gefehlt, hat mir Maxi. Ja, wie er da im Zaun gehungert, auch im Gesicht war nämlich ganz do. Und der, wo dann da gehuckt hat, war ja verbanden überall alles gehabt. Also ja, ne? Aber halt weit weg von so einem Monster zu sind. Also war das Ganze, meint es halt quasi metaphorisch so die Schrecken des Krieges gedönse da. So, ja. Keine Ahnung, von jemand da. Hallo. Resimezi. Das war schon ein verdammt gutes Spiel. Ja. Und du musst dich nicht schießen. Doch am Anfang. Ich glaube, zwei Schuss habe ich noch abgemacht. Einer in den Kopf vom Kaiser. Ein Foto. Und einer, glaube ich, in die Luft oder so irgendwie aus Versehen. Ja. Schöner Walking-Simulator, sowas. Hat noch ein paar Ecke,
paar Ecke und Kante, wo sie halt eventuell nochmal, wenn sie das wolle, Handallee kennen, sozusagen. Also ich kann mich noch gerade daran erinnern, wo wir das erste Mal im Schützengraben waren, mit den kleinen fressenden Golem, nein, nicht Golem, Goblin-Viechers da. Die waren halt blind, ja. Und ja, aber wenn die dich halt angesprungen haben und dann, das war halt programmiertechnisch oder hat halt kacke ausgesehen bei mir halt, dass du dann, wenn du das weggestummt hast, dass sie in die Luft hängen gehungen haben. Ich habe dann später dann halt ein Video geguckt von M, wo es auf der PlayStation 5 spielt. Da war das nicht so, also es scheint wohl irgendein Bug von der PC-Version oder von mir jetzt selber gewesen zu sein, irgendwie so, keine Ahnung. Okay, wir sind wieder in der Deutsch. Kann ich nur hoffen, dass das kein Copyright-Infringement-Gedönse gibt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten sie für, ich meine, ne, für so Dumme wie mich genauer erklären, was los ist. Ganz genau. So, dass es jeder kapiert. Also, ich meine, welche bei deinen, ja, gerade bei deinen Goblin-Viecher, du. Die haben irgendwie kurz gesagt, dass die dich vorbeischleichen sollst. So. Die haben aber nicht gesagt, dass die Viechers blind sind. Also komplett blind, weil du wusstest halt nicht, sehen sie dich nicht, wie soll ich dich da vorbeischleichen, sowas. Wie mir das dann irgendwann klar war, ist, dass die Viechers einfach blind sind, ging das ganz einfach. Oder vorhin, ich fange schon wieder mit vorhin, ne? in dem Stacheldraht-Labyrinth, wo es dann auch noch dunkel war, ist, dass man die Zombie-Gegner anleuchten kann und dass die stehen bleiben dann, war mir nicht bewusst. Hab ich nicht geschnallt. Ich meine, natürlich habe ich die irgendwann angeleuchtet, aber doch keinen Unterschied erkannt und dann halt geguckt, dass ich abkomme. Ja, es ist gesagt worden, dass die Angst vor der Dunkelheit haben. Es ist gesagt worden. Aber, ich hab dann sofort im Panikmodus und du rennt da jemand noch und sowas. Und ja, wie ich reagiere, wenn ich im Panikmodus bin und nur Scheiße bei rum. Dann hau ich halt oder ich glaube sogar zwei, einfach so, hier. Ich bin aus dem Labyrinth nicht rausgekommen. Da, wo es dann dunkel wo ist. Das war schon schlimm genug, wo es hell war. Und dann machen sie es auch noch dunkel. Und Zombies und drumherum die Geräusche und alles. Ich hab voll die Panik geredet und alles. Es hat gar nichts mehr geklappt. Und halt nicht geschnallt, dass man die anleuchten kann, dass sie stehen bleiben. Und, ne? Ich hab das habe ich jetzt da im Video, dann sieht man das nicht mehr drin. Ich hab das nicht nur die zwei oder drei Versuche, wo wir im Video sehen, und dann der Versuch, wo es geklappt hat. Nee, denn da sind noch vier oder fünf kommen. Ich wusste einfach nicht den Weg. Mir war klar, ich muss, das sind die zwei Tiere sind nebeneinander, aber wie komme ich da hin? Ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab voll die Panik gehabt und alles. Und das hat ja alles nicht geklappt. Und dann habe ich natürlich angefangen zu meckern und zu maulen. Und was ist denn das für eine Scheiße und so. Und dann bin ich immer noch der Meinung, das ist eine große Scheiße. Dass das dunkel ist, so dunkel. Das ist dumm. Das ist dumm gewesen. Es muss mehr Leid wie mich geben. So. Wie gesagt, ich habe dann ein Video geguckt, wo es einer spielt. Und hab mal einfach eine Liste gemacht, wo der Weg draufsteht. Wo der Weg drauf steht, wie ich zu gehen habe. Der war ungefähr so. Links, also die Tier raus, dann noch links. Dann kommt irgendwann eine Matratze auf den Boden. Da geht es dann so ein paar Bretter hoch, da geradeaus drüber. Dann kommt ein Tisch, wo ein Zettel drauf liegt zum Lesen. An dem rechts vorbei. Achtung, da kommt der Gegner anleuchten, damit er stehen bleibt und den Gegner drumherum tänzle. Weiter noch hin, da wo der Gegner herkommt ist. Dann kommt er oben, hin am oben links vorbeigehen. Also links am Obo vorbei, aber nur rechts und dann dort die Dien hin. So habe ich mir so aufgeschrieben gehabt. Ich hätte das anders dann nicht gefunden in meiner Panik. Ich hätte es nicht gefunden. Und ein Ding, es ist so letztens erst Update rausgekommen. Ein Ding, wo sie noch drin kattern, wo sie noch verbessert kattern. Das Video, wo ich geguckt habe, ich habe schon gesehen, dass es dann nur anfängt zu brennen. Also ich habe dann immer so vorgespult, okay, dann nur fängt es an zu brennen. Und dann kommt der Brennende irgendwie in nur gerannt und du musst dann abhauen. Mir war klar, ne? Soweit habe ich das Video geguckt hat.
Aber was die verbessert haben in einem Update, sobald der brennende dir noch rennt, bin ich dann so die Treppe da hochgerannt. Also der hat mich dann irgendwie dann doch verwischt. Ich wusste nicht genau, wo der brennende kommt. Ne? Und der hat mich schon dann doch verwischt. Dann bin ich einfach geradeaus hoch und dann die Treppe da hoch. Vor der Treppe, bevor es die Treppe hochgeht, ist eine Tür. Und die Tür war zu. Und ging wahrscheinlich auch nur aus auf oder so. Also das Video von dem Ende, wo ich geguckt habe, der ist an der Tür drei oder vier Mal hängen geblieben, weil er es nicht schnell genug aufgeregt hat. Du kannst deine Brennende zwar mit der Lampe aufhalten, aber der ist halt so nur an dir dran gewesen, der hat sich dann irgendwie durchgeglitscht. Also irgendwie hat er mit dem Rücken zu der Tür gestanden und ist dann irgendwie doch durch die Tür gekommen. Und ich meine, ja, und wie ich gesehen habe, ich renne einfach mal geradeaus und guck, was passiert. Oh geil, die haben die Tür rausgemacht. Die haben in irgendeinem Patch die Tür, also es gibt erst ein Patch seit Spielhauses, haben sie die Tür rausgemacht. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, das ist totaler Quatsch. Hätten sie besser ein bisschen heller noch vorher gemacht. Aber scheißegal, ich bin hier nur meckere. Ich muss mich ein bisschen beeilen, mein Mikrofon hat nämlich gleich kein Akku mehr. Das ist ein super Spiel. Es ist wirklich ein super Spiel eigentlich. Das ist richtig gut. Allerhaupt, ihr Leid. Ich mache jetzt hier Schluss. Was ich als nächstes spiele, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon läuft. Welches ich jetzt als nächstes große Spiel und welches als kleines Spiel nehme. Ich habe zwei im Angebot. Eins ist Dredge. Angle, Gruselgedönse. Habe ich eigentlich dann doch irgendwie Bock drauf gehabt. Ja, ich weiß, ist auch schon wieder alt, ist irgendwie Anfang des Jahres rausgekommen. Ist egal, habe ich aber Bock drauf. Vor allem aufs Angle. Und dann hätte man noch No One oder Nothing Lives Under the Lighthouse. Auch wieder hier, Walking Ding in Playstation-Grafik irgendwie, auch wieder hier Horror irgendwie sowas. Es ist aber eher ein kleineres Spiel, es geht laut Internet 2, 3, 4 Stunden, das heißt bei mir 8 wahrscheinlich. Ich meine, das Spiel sollte laut Internet auch nur 4 Stunden gehen oder sowas, ich brauche immer doppelt so lange, weil ich mal das anguck. Ja, wenn man dann sieht, was rauskommt, aller dann, fertig. Musik ist auch aus, guter Zeitpunkt jetzt halt aufzuhören. War ein geiles Spiel. Kaufen Sie euch. Deutsche Entwickler. Unterstütze die. Ja. Aller gut, Knut. Tschüss mit Ö. Bis zum nächsten Video. Tschö.